Also Held Gauck, also ich kenne ihn ja, ist hauptamtlicher Mitarbeiter der Stasi. Ich möchte noch mal sagen, ne, also man hat jetzt auch schon nachgefragt, ich stehe auch in der Stasi-Liste, ne? Jörg Geißler werden sie da finden. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch einen Jörg Geißler, aber ich war nur 3 Jahre dabei und ich weiß schon, wovon ich rede. Und der Gauck, der hat ja die ganzen Stasi-Unterlagen, das hat er ja dann erledigt. Also da ist ja nie was rausgekommen und heute wissen wir, dass diese Stasi-Unterlagen, die sind nie geordnet verbrannt worden. Also da waren ganz, ganz brisante Mordsachen und so weiter und so fort. Die hätte man nur nehmen können. Und da hat keiner, kam keiner ran. Also das weiß ich heute von den Bürgern und so hier, diese Bürgerrechtler, die hat man außen vor geführt. Also sonst wäre ja irgendwas rausgekommen. Sonst wäre ja das, was wir jetzt sagen und was wir jetzt in der Öffentlichkeit vorführen und so, wäre ja dann schon 1990 rausgekommen, also 89, 90 oder so. So, und das haben sie in der Eigenverordnung und jetzt hat er natürlich eine große Brust und jetzt denkt er, er kann was, aber das kann wirklich sein, dass Genossen Merkel und Gauck die Intelligentesten der Stasi sind, dass sie deshalb so hochgekommen sind, Herr Nadi. Das möchte ich jetzt im Moment nicht ausschließen, Herr Nadi. Das muss man, also für mich nicht, also für mich haben sie keine Intelligenz und schon wie sie reden und so und diese Ausdrucksformen und immer das Monotone, immer das Gleiche und dann auch Zeitungsberichte, dann braucht man bloß gucken, da welche Zeitung sie da zitiert haben, aber ist ja auch egal, was sie denn aus ihrer eigenen Meinung abgeben. Aber diese Typen machen das weiter kaputt und die sind oben und ich weiß gar nicht, an wen ich mich wenden soll. Das ist doch ganz schlimm jetzt, Ja, das Nadi, ist weil ja und da möchte ich allen Schuld geben. Sie haben es zugelassen. Wir waren betäubt, ne, Nadi? Und auch wenn Sie denken, hier die DDR war gut oder so, ich bin sehr, sehr überzeugt, dass meine Frau und ich, dass wir das gemacht haben, was der Osten gefordert hat und alles, dass wir das durchdacht haben. Weil so komplex können die nicht denken, diese Socken. Also ich bin überzeugt, die Wiedervereinigung haben wir geleitet, indirekt. Vielleicht war ich sogar mal da. Sie haben ja meine Bilder, schauen Sie sich das mal an. Also das möchte ich nicht ausschließen. Dass ich da nicht an so einem kurzen runden Tisch war in Bonn oder so, sondern in einem etwas längeren, wo man sich dann mit Industrie und so unterhalten hat und so weiter. Vielleicht war ich sogar vor Ort, das weiß ich nicht. Aber das sollte sich heutzutage nachweisen lassen, ne? So, nee, wo haben wir Nati? Ach, direkt bei das Gauck, ja. ist die So, ja, und also das ist doch das Schmutzigste und ja, leider kann ich nun auch nicht mehr verklagen. Was heißt leider? Es ist auch gut so, weil wenn, wie hieß er noch, Herr Wurf zum Schluss, ne? Wenn er natürlich denkt oder Bescheid bekommt, dass ich ein Idiot bin, ja, dann hat er natürlich auch keine Zeit für mich und sich drum gekümmert. Aber das ist so ein Ding, wir haben das noch nicht vollständig mitbekommen. Wir haben erst gedacht, das ist ein Aprilscherz. Wir haben gedacht, die fälschen die Bildzeitung. Wir mussten ja am 31. Ja, kampieren auf dem Bahnhof, damit sie die Fenster nicht zumachen. Damals hätten sie uns mit Taxien erledigt. Ne? Also deshalb, ja, weil wir damit wir unsere Fenster nicht schließen müssen, waren wir am 31. Dezember. So ist richtig. Entschuldigen Sie bitte. Sie merken noch, ich habe immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber ja, ich bin zufrieden. Wir können es einigermaßen ausdrücken. Das ist erstmal die Hauptsache, ne, Nadi? Und jedenfalls sind wir dadurch rausgegangen, haben auf dem Bahnhof Silvester erlebt und da haben wir dann auch die Zeitung gekauft. Und da dachte ich, da war alles falsch, aber. Ja, da möchte ich nochmal sagen, ich weiß es nicht, wie es ausgegangen ist, aber man kann alles fälschen. Also, ich habe jetzt das Wissen, ich könnte jeden von Ihnen fertig machen. Egal wie reich er ist, egal wie er denkt, ich komme nicht an ihn ran. Ich alleine, ich der Geißler, ganz alleine, ich könnte Sie fertig machen. Sie würden nicht mehr durchsehen. Und das würde erstmal anfangen, indem ich Ihnen erstmal Ihre Post wegnehme. Und indem ich Sie dann ein paar Mal anrufe und so. Und schon sind sie total durcheinander, oder? Indem ich eine Prostituierte beauftrage, sie soll sie ein bisschen anrufen und fragen, schon sind sie ihre Frau los. So macht die Stasi, ne, Nadja? Das ist ganz, ganz schlimm. Das haben wir uns auch versucht. Weil das kommt ja jetzt noch, ne? Also wir haben ja schon viel bekannt gegeben, aber jetzt werden bald Aktfotos von uns auftauchen und so und in Aktion, ne? Ich mit anderen Frauen. Das haben wir gehabt, das haben wir gleich in Rostock gehabt, das haben sie uns gleich untergewuchtet, hatten wir gleich in unserem Dichtkasten. Also das kommt alles noch so. Und da möchte ich Herrn Wolf, also da war ich ja damals noch sehr unabhängig und so, weil ich dachte, ich hole ihn vor Gericht und so, aber was sie da gemacht haben und so und wie sie es mit ihm gemacht haben, da sollte mal jeder drüber nachdenken, ne? Weil es ist Politik und
Da geht es um ganz andere Summen und so. Und wenn Herr Wurf denn da nicht irgendwo auf dem Konto da 10 Millionen hat und davon was genommen hat und so und dann bezahlt hat und so und alles andere da, was er da mit seinem Kredit, dass er da so ein bisschen ein paar weniger Prozente gekriegt hat und so, dass man ihn das dann so angelastet hat und dann noch so ein bisschen was anderes findet, ne? Ja, genau. Und dass dann irgendwelche Zeitungen denn da noch so hässlich sind und dass der noch so nutzen, obwohl es ein Bundespräsident ist und obwohl der viele Jahre, glaube ich, ganz ehrlich in irgendeinem Bundesland der Chef war, ne? Also entschuldigen Sie, ich weiß das nicht genau, weil ich bin Wissenschaftler, ich habe mich nicht für Politik interessiert und ich will Ihnen auch ehrlich sagen, Herr Wolf, falls Sie das mal hören, ich halte nicht viel von Politikern und aber da muss man ihn bitte verteidigen, ne, Nadi? Also ich glaube, das war genau der richtige Mann, der richtige Bundespräsident und auch der vor der Bundespräsident, der so ein bisschen vorsichtiger war und so, der auch immer gemahnt hat, so und so mit dem Bundestag und so und so und ja, das läuft ja jetzt alles durch, ne? Also, die Merkel sagt was im Auftrag von den Genossen Russen. Vielleicht darf der Chinese auch ein bisschen mitsprechen. Und der Gauck erledigt das, ne? Und die kommen sich beide vor, also. Mann, Hauptsache, das kriegt man nochmal in die Psychiatrie wieder hin, ne, Nabi? Ja. Die wieder auf den alten Stand zu bringen. So, aber das müssen Sie ja wissen, was Sie da machen und was Sie da machen. Und wie gesagt, es ist auch schlimm, finde ich, hier. Wir opfern hier alles, ne, Nadi? Ich muss mich um sowas kümmern, damit die Welt erstmal sieht, was hier los ist. Mann, das haben sie noch nicht mitbekommen, auch wenn ich so einen Dachschaden habe jetzt, ne? Also, kann man ja so salopp sagen, wenn es nicht mehr doll ist. Aber wie ein Huhn das Eier legt, wird es bei mir immer weitergehen. Und ich würde aber ganz schnell wieder ein paar Millionchen haben, ne? Und dann kommt auch schon, dann purzelt auch schon wieder das erste Milliardchen. Ich weiß nicht, was Sie für Vorstellungen haben, so. Und ich kümmere mich um sowas und so, und Sie verdienen hier in aller Ruhe weiter Geld, ne, Nadi? Das möchte ich aber auch mal sagen. Das soll so ein Denkanstoß sein, kein direkter Vorwurf. Ja, das war es erstmal mit Herrn Gauck, ne? Also auf jeden Fall kann man jetzt sagen, wie weit wir sind mit dem Stand der Stasi. Das haben sie uns ja auch mal eingeredet, wie wir mitbekommen haben, dass alles hemmungslose Mörder sind. Dann haben sie uns ja unter Drogen unterstützte Hypnose eingeredet, dass sie Spezialabteilungen haben, die gemordet haben. Dem möchte ich widersprechen. Es gibt Dunkelziffern, sie waren viel mehr. Ich finde in der Stasi-Liste einige Namen nicht, wo ich genau weiß, dass hauptamtliche Mitarbeiter der Stasi waren, wo ich persönlich die Ausweise kontrolliert habe, die ich beim Namen kenne, durch Zufall, weil sie sich angeredet haben. Die finde ich nicht, also stimmt die Stasi-Liste nicht. Ich denke, Dunkelziffer waren sie mindestens einmal, also doppelt so viel, wenn nicht sogar drei- oder viermal so viel. Weil sie erstmal totale Angst hatten vom DDR-Bürger und auch Angst vor der Welt und vom Kapitalismus. Das kann man so sagen, weil der Russe es vielleicht auch verlangt hat. So, und jeder von der Stasi hat irgendwas mit Mord zu tun gehabt. Jeder wusste was davon, jeder wusste was von schweren Diebstahl, von schweren Wirtschaftsbetrug und so. Und jeder war auch irgendwie in Vorbereitung von Morden und so verwickelt. Das möchte ich jetzt mal eindeutig sagen. Jeder, absolut jeder, da sind wir uns sicher. Weil sie haben ja mit uns immer rumgespielt und wir sollten es nicht wissen. Und wir wussten ja nichts von Hypnose, aber heute wissen wir ja, dass es denn jeder war, ne, Nati? Sonst hätten sie mit uns nicht so rumgespielt. Und da ist jeder dabei und die machen sich keinen Kopf, ne? Die sind drogensüchtig und das ist denen total egal. Und das ist so, wie sie ihr Frühstücksei aufhauen, töten sie Menschen. Aber ich muss dazu sagen, sie machen das nicht so gerne so. Sie nehmen so lieber Gift und betäuben so mit Narkotika oder so. Oder fahren ihn auch mal über und verunfallen ihn oder so. Oder hetzen ihn unter Hypnose irgendwo rein. Ne? Also, dass sie ihn nun selbst so nun gerne würgen oder so. Und der noch irgendwie blutbeschmierte Finger haben und so. Nee, da sind sie ein bisschen zu zart beseitigt. Ne? Also, das kann ich bestätigen. Dazu sind sie ein bisschen zu feige. Ne, Nadi? Das machen sie hinterhältig. Das kriegt derjenige gar nicht mit. Ne? Also, aber sie haben da ganz enorm Spaß bei und enorme Freude. Ist das Video schon oben, was ich mal erzählt habe? Wie sie sich so ergötzt haben, Nadi, wie du denn angeblich Krebs hattest und bald sterben solltest und wie du das Kind wieder verloren hast? 94? Wir wissen es nicht, weil wir müssen noch etliches nachladen und wir hoffen, dass es nochmal klappt. Gut, ich unterbreche.